Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der Basilika St. Apostel am Kölner Neumarkt. Sie sehen uns heute im Glockenturm unserer Kirche am Westende. Neben mir sehen Sie Konstantin Baganetti, den Sie vielleicht schon in einem unserer Videos erkannt haben. Lieber Konstantin, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Kannst du uns ein bisschen was zu dir erzählen? Was machst du? Wo kommst du her? Gerne. Geboren wurde ich in der Mitte am Rhein und momentan studiere ich Ende eines Bachelorstudiums an der HFT Köln Gesang. Sehr schön. Was ist deine Verbindung zur Basilika Musik? Ich habe hier vor einigen Jahren auch in der Passionszeit singen dürfen. Von Hugo Distler war das die Johannespassion. Und jetzt aber ganz aktuell verbindest du mich mit der Basilika Musik, weil wir natürlich sehr lange schon befreundet sind. Konstantin hätte am kommenden Sonntag und auch am Samstag bei unseren Aufführungen der Matthäus-Passion als Solist mitgewirkt. Und wir haben uns gemeinsam überlegt, dass wir diese Zeit, die ja für alle schwierig ist und vor allem auch für die freiberuflichen Musiker schwierig ist, gemeinsam verbringen und für unseren neu gegründeten YouTube-Channel einige Videos aufnehmen. Welche Stücke haben wir aufgenommen, woher kennst du sie und was bedeuten sie dir? Wir haben die Passionslieder aus Schmidts Gesangbuch und die Karfreitagslieder aufgenommen. Ich kenne sie schon ganz lange, seit meiner Kindheit. Und sie bedeuten mir sehr viel, weil ich das Gefühl habe, sie werden zu wenig aufgeführt. Dafür, dass sie so wunderschön sind und einen direkt ins Herz treffen können. Ja, lieber Patrick, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, wie ergeht es dir denn in der leeren Kirche Musik zu machen? Du bist es ja auch gewohnt, täglich Messe zu spielen und für deine Gemeinde da zu sein. Das ist sicher auch nicht einfach. Einfach ist es nicht. Mir fehlen natürlich vor allem die menschlichen und sozialen Kontakte, die wir in der Kirchenmusik ja täglich pflegen. Ob es die Gottesdienstbesucher sind, ob es die Chorgruppen sind. An dieser Stelle darf ich noch einen ganz schönen persönlichen Gruß an euch alle senden. Oder auch die Begegnungen, die wir sonst mit